Ah, da seid ihr ja wieder. Mario und ich haben die Zwischenzeit ausgenutzt, um mal wieder in alten Zeiten zu schwelgen. Ist das nicht wunderbar? In der letzten Folge haben wir nämlich den klassischen Schlossgarten von Super Mario 64 hier in Super Mario Odyssey gefunden. Alles wie damals, nur dass diese Schatztruhen halt mit einer neuen Mission verbunden sind und dass es keine Boohoos gibt. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade, weil die Boohoos hätten dem Ganzen natürlich nochmal einen ordentlichen Mehrwert gegeben. Allerdings weiß ich mittlerweile durch eure Kommentare, dass es gar keine Boohoos in Super Mario Odyssey gibt. Und da muss ich mich dann doch fragen, warum? Was ist denn in die Entwickler gefahren, bitte? Ich meine, gut, dass man nicht jeden Gegner, den man schon mal irgendwo getroffen hat, in jedes neue Spiel packen kann, ist ja klar. Aber die Boohoos zählen doch schon wirklich zu den bekanntesten und ja, fast schon beliebtesten Gegnern, oder? Die sind doch so derart ikonisch und klassisch, die kannst du doch nicht einfach streichen. Dass jetzt ein Shy Guy nicht dabei ist, okay, das verstehe ich noch, aber Boohoos? Vor allem, das heißt auch, es gibt keine Geisterwelt. Ich finde, das hätte sich doch angeboten. Ja? Vielleicht keine wirklich eigene Geisterwelt, aber man hätte es zum Beispiel mit dem Ruinenland kombinieren können. Da kann ich mir echt sehr gut vorstellen, dass man da vielleicht noch ein Schloss hingepackt hätte, so ein ganz altes, was zu dem Flair passt. Und dort dann eben ein paar gespenstische Rätsel reingepackt hätte. Aber nein! Nichts dergleichen. Keine Boohoos, generell keine Geister. Und das Ruinenland ist leider nur, naja, nicht mal eine kleine Welt, sondern einfach so eine Überbrückungswelt, ähnlich wie das Wolkenland. Also ich finde es schade. Ich vermisse die Boohoos. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Aber egal. Lasst uns lieber mal weitermachen, damit wir in dieser Folge jetzt das Pilzkönigreich verlassen können. War ja schon in der letzten Folge mein Ziel, aber ja, dann kam das Gesichterpuzzle, wo ich, naja, also ich finde, schon zur Hälfte betrogen wurde und zur anderen Hälfte halt auch selbst schuld bin, wer die Folge nicht gesehen hat. Gerne nochmal eine Folge zurückskippen und nachholen. Ist sehenswert. Behaupte ich einfach mal. So, und jetzt kümmere ich mich mal um diesen Schlossgraben hier. Wie es aussieht, lag ich mit der Annahme richtig, dass man die Pfähle ziehen muss. Die fungieren wie Gullis. Ach, und hier ist auch noch eine Yoshi-Röhre. Okay, good to know. Wenn ich also jeden Pfahl ziehe, dann müsste das Wasser. Okay, oder reinschnampfen. Dann müsste das Wasser komplett abgeflossen sein und wer weiß, was dann passiert. Führt mich diese Röhre dann zu einem Bossraum oder tatsächlich in den Schlosskeller? Oh, selbst den Jingle haben sie übernommen. Wieder ein ganz bekannter Jingle aus Mario 64. So muss das sein. Okay, aber ohne Yoshi können wir hier nicht viel anfangen, ne? Ah, doch, die Goomba-Dame. Gumbett heißt sie, habe ich mal gelesen. Gumbett, okay. Dann machen wir das doch als erstes, weil die Goombas vertragen ähnlich wie Yoshi kein Wasser. Das heißt, sie duschen auch nie, ne? Na gut. Ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass die Goombas gepflegt sind. Ihr etwa? So schauen sie halt auch einfach nicht aus. Des Weiteren fehlen ihnen die Arme, um sich überhaupt irgendwie abwaschen zu können. Oje, oje. Da kriegt man direkt Mitleid. So, auf den Turm komme ich aber nicht mehr drauf, oder? Ah, doch. Einmal kurz mit dem Wirbeln. Und hier sind die letzten lila Coins, die uns noch fehlen. Super, dann haben wir das zumindest schon mal geschafft. Ich wäre auch dafür, dass wir in dieser Folge jetzt mal wieder das Outfit ändern. Ich habe jetzt, glaube ich, das Mario 64 Outfit fast die ganze Zeit, seitdem wir hier sind. Passt ja auch, aber ja. Natürlich habe ich jetzt auch schon mehrfach in den Kommentaren den Wunsch gesehen, das Kostüm zu ändern.
Und da das jetzt hier voraussichtlich sowieso die letzte Folge im Pilzkönigreich ist, vorerst, weil wir werden natürlich nicht alle Sterne bekommen, kann ich durchaus mal wechseln. So. Oh, man braucht tatsächlich so einen großen Turm. Ich dachte, ich wäre längst drüber, aber nee. Das war wirklich notwendig. So gut wie alle Goombas zu kapern. So, Romanze im Pilzpalast. Abgehakt. Und jetzt? Rauf zu Yoshi, würde ich sagen. Ich will direkt rausfinden, was das für eine Röhre ist. Ich muss aber auch sagen, ich befürchte, dass sie mich einfach nur in einen Bossraum führt. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir noch den Keller des Schlosses erkunden können. Aber awesome wäre es definitiv. So, und zählt diese Frucht auch zu der Anzeige dazu? Tatsächlich. Okay. Okay. Dann mit der anderen Röhre. Oh, zum Drachen. Mit der anderen Röhre kriegen wir dann wahrscheinlich die Anzeige voll. Und somit den dritten Stern, den man durchs Bärenfressen erhalten kann. So, jetzt müssen wir uns aber erst einmal ein klein wenig konzentrieren, denn der Drache fordert uns erneut heraus. Und diesmal zu einem wirklich ernstzunehmenden Fight, nehme ich mal an. Beim ersten Mal war es ja ein bisschen leicht. Ach so, jetzt merke ich es erst. Der Boden ist vereist. Ich rutsche des Teufels rum. Okay, das ist wohl die neue Schwierigkeit. Mindestens das. Keine Ahnung, was er noch alles auspackt. Oh, crap. Die Laser sind anders angeordnet. Also sie sind jetzt viel, viel treffsicherer. Oh, oh, oh. Das kann noch was werden. Weil wenn ich beim ersten Leben eines Bosses direkt selber einen Treffer einstecke, dann kriege ich direkt ein schlechtes Gefühl. Oh, das war fast der zweite. Ich glaube mal, hier sind keine Herzen drin. Doch! Was? Wirklich? Das ist der erste Bossfight im Rematch-Modus, wo wir an Herzen kommen können. Bei allen anderen Kämpfen gab es die Möglichkeit nicht. Okay, das macht das Ganze natürlich wieder etwas einfacher. Aber ich würde vorschlagen, ich nutze die Herzen ab jetzt nicht. Ich habe halt wirklich nicht damit gerechnet, dass da welche drin sind. Oh, ich sehe nichts wegen der Mondanzahl. Das wurde mir jetzt beinahe zum Verhängnis. Doch, wurde es. Scheiße. Unsere Milliarden Monde da drüben haben mir total die Sicht vernebelt. Ernsthaft? Ich wäre halt jetzt schon tot, ne? Und ich bin zu weit weg. Ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht, ihn jetzt zu besiegen. Aber ich riskiere es, ich riskiere es! Ja! Boah! Okay, hat noch gereicht, Alter. Holy shit! Hätte ich das Herz nicht genommen, wäre ich jetzt gestorben. Das muss man berücksichtigen. Also, wer eine richtige Challenge haben möchte, der soll den Boss mal ohne die Herzen besiegen. Weil ich denke mal, Nintendo hat die jetzt drin gelassen, weil es ansonsten aus ihrer Sicht zu schwer wäre. Ja, also er ist auch so eine Herausforderung, aber wenn man es wirklich knackig will, dann Finger weg von den Herzen. Aber okay, ich bin natürlich froh, wenn ich den Multimond habe. So. Und im Prinzip ist es ja so auch ganz gut gelöst, ne? Weil die Leute, die es halt wirklich heftig schwer haben wollen, die nutzen die Herzen halt einfach nicht. Und alle anderen schon. Ganz einfach. Ja, nee, aber ich war da jetzt wirklich überrascht, weil bei allen anderen Bossen gab es die Herzen eben nicht. Gut. Dann schauen wir doch mal schnell in den Shop rein. Welches Kostüm wird es sein? Zu was greifen wir denn heute? Am besten irgendwas, was Pilzkönigreich exklusiv ist. Ja, genau. Doch, doch, doch. Das ist eine gute Idee. Geben wir doch direkt all unsere lila Coins aus. Ach so. Oh. Okay.
Ich merke gerade, es gibt nur das Classic-Outfit hier. Und die restlichen Lila-Coins gehen für andere Goodies drauf. Naja, gut. Trotzdem, kaufen wir es schon mal. Dann können wir das nämlich nicht vergessen. Gehört ja auch zu den 100%, ne? Alle lila Münzen ausgeben und die Odyssee vollstopfen mit irgendwelchem Trash. So, das hat auch schon mal geklappt. Und als Kostüm gönne ich mir den Footballhelm. Sowie den Footballanzug. Ich finde es ganz stylisch. Jetzt sieht Mario aus wie so ein richtiger Chuck. Hoho. Ne? Zeig dich mal, Mario. Ja, ich dachte sogar, er wäre jetzt ein bisschen muskulöser oder zumindest krasser verpackt, ja. Aber es geht. Er behält seine eigentliche Statur bei. Aber trotzdem, gut gepolstert ist er. Und der Helm, der schützt vor sämtlichen Angriffen. Das ist gut, weil Mario ist ja doch sehr... Wie sagt man? Er möchte häufiger mal mit dem Kopf durch die Wand. Na, der fackelt nicht lange, er handelt einfach. Das kann schon hin und wieder mal schief gehen. Daher schadet ein Helm wirklich nicht. Aber hey, was mir gerade auffällt, hier im Pilzkönigreich gibt es keinen Mondquader. Das ist die einzige Welt ohne Mondquader, kann das sein? Oh, nicht ins Wasser fallen. Alles klar. Ich frage mich, warum gerade hier keiner ist. Aber das wiederum bedeutet, wir können an alle 104, oder wie viel waren es? Ja, 104 Monde rankommen. Wir haben jetzt 65. Gut, auf der anderen Seite, ziemlich viele hängen ja mit Achievements zusammen. Wir können den noch bekommen, offensichtlich. Den 15er, 26, 29 und 30 nehme ich mal an. Ja, und vielleicht diese vier noch. Aber was könnte das denn noch sein? Da kommt ja wirklich nicht mehr viel in Frage. Okay, und bei dem Wasser krepiert Yoshi nicht, weil ich habe schon überlegt, hey, wie soll ich da jetzt reinkommen, ohne das Wasser zu berühren? Also ein bisschen Wasser ist okay. Hintern abwischen, das geht so, aber wenn es dann an die Achseln geht oder so, dann krepiert er. Yoshi ist pappsatt. Ja, das bezweifle ich. Komm, er gönnt sich jetzt noch einen Pilz. Nom, 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 gleich drei. Von wegen satt. Ein Yoshi ist nie satt. Oh, hier ist gar kein Bosskampf. Das sieht mir doch sehr nach Super Mario Galaxy 2 aus. Und hier gibt es tatsächlich noch mehr von den Bären. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Von wegen, Yoshi ist satt. Ich fänd's witzig, wenn der nächste Stern dann heißt, Yoshi hat sich überfressen oder sowas. Ich glaube, das wird sogar so sein. Ja, doch, doch. Aber diese Mission erinnert mich total an Mario Galaxy 2, an diese Galaxie, wo... Okay. Wie ist überhaupt der offizielle Weg? Ich hab keine Ahnung. Soll ich da rüberspringen? Ja, jedenfalls erinnert mich an diese die Galaxie mit den Leuchtfrüchten. Erinnert ihr euch noch? Das ist eine der besten Galaxien in Super Mario Galaxy 2, meiner Meinung nach. Macht mega viel Spaß. Da frisst man mit Yoshi diese Leuchtfrüchte und kann so dann für kurze Zeit den Weg sehen. Ja, man muss halt schnell sein, taktisch vorgehen. Der Level hat was. Und das ist auch nicht ohne. Alter. Also zum einen weißt du ja nicht, wann diese Wolkenmoränen aus dem Boden rausgeschossen kommen. Und zum anderen siehst du meistens den Weg gar nicht. Oder generell habe ich keinen Plan, wie der offizielle Weg eigentlich ist. Soll ich jetzt da rüberspringen? Ich glaube, es gibt sogar keinen offiziellen Weg. Hier ist alles kreuz und quer möglich.
Aber Moment, Moment. Sollte es nicht hier auch zwei Monde geben, weil es ein Subraum ist? Wenn ja, wo zum Geier ist denn der zweite? Weil die Beeren reichen nur für einen Stern. Das ist... Wie gesagt, das reicht definitiv nur für einen Stern. Kann es vielleicht sein, dass die wollen, dass ich alle Mini-Gumbas besiege? Boah, nee, ey. Oh, das kann echt sein, ne? Oder hier irgendwo vielleicht? Ah, da will die Kamera nicht, dass ich gucke. Ja gut, komm, dann springen wir erstmal hoch. Wandsprung Yoshi-Style. Es hat was. Recht modernes. Yoshi zeigt halt, dass er auch dazulernen kann. Ne? So, aber hier muss jetzt wirklich noch ein weiterer Stern sein. Ich habe nur einfach gar keinen Plan, wo. Yoshis Wolkenbankett. Hm. Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn der Stern heißt, Yoshi hat dich überfressen. Also habt ihr eine Idee? Vielleicht irgendwo in der Mitte? Einfach so reinspringen oder so? Oder die wollen halt wirklich, dass ich alle Minigumbas kill. Also ich würde es nicht ausschließen. Oder halt. Eine Sache macht mich stutzig, und zwar hier. Hier ist ja eigentlich gar nichts. Und trotzdem ist ja diese kleine Abstufung. Muss doch einen Grund haben. Ja. Es hat auch einen Grund. Es hat auch einen Grund. Ja, 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 da ist er. Cool. Also man muss auf jedes kleine Detail achten, dann findet man ihn. Schön. Dann haben wir das ohne Fail hingebogen. Supidupi. Moment mal, wäre das sogar eine Abkürzung gewesen hier? Tatsache. Tatsache. Ja, ja, ja. Gibt bestimmt Leute, denen fällt das sofort auf. Ah, ich habe ein paar Momente gebraucht. Alter, und die Mondliste, das ist so krank. Ich habe mal gelesen, das Ding zählt bis 150. Und dann wird es einfach nicht mehr angezeigt. Aber wie kann man es schaffen, 150 Monde zu bekommen, bitte? Das muss man mir auch mal erklären, ey. Oh my goodness. So, ich glaube, es fehlt noch irgendwo ein Bosskampf, oder? Aber ich kann jetzt auf Anhieb leider nicht sagen, welcher Tower das ist. Oder waren wir bei dem hinteren da schon drin? Ja doch, die Tür ist zumindest geöffnet. Hm. Ja, die Pflanze ist noch nicht ganz gewachsen. Ja, dann gucke ich hier hinten nochmal, ob da nicht noch eine Mission ist. Auch dieser Teich, der wirkt so... Wird so überflüssig. Da muss doch noch irgendwo was sein, oder? Hm. Oder bei diesem Zelt? Der Kapitän ist in den Job gegangen. Nee, weißt du was? Wir fragen einfach Schnackhähnchen. Der wird uns schon sagen, was zu tun ist. Aber wo habe ich denn bitte einen Boss vergessen? Lass mal überlegen, welcher Boss fehlt denn überhaupt noch? Boah, ich komme jetzt nicht drauf, aber wir haben noch nicht alle besiegt, ne? Gut, vielleicht kann man auch einfach nicht gegen alle... Halt, da fällt mir noch ein Stern ein, der mir in die Kommentare gepostet wurde. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber danke für den Hinweis. Im Schloss haben wir was übersehen. Etwas eigentlich Offensichtliches. Jetzt kommt's mir gerade. Oh, ja, 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 ja. Und zwar gibt es hier drüben... Man sieht's halt eigentlich schon. Gut, wenn die Kamera so eingestellt ist, nicht. Aber so ist es recht eindeutig. Da ist eine Bodenplatte, die, naja, etwas herausragt, ne? Und die muss ich höchstwahrscheinlich einfach reinstampfen. Was, hier gibt's noch mehr?
Wenn das so ist, bin ich ja wirklich blind gewesen. Oder muss man die erst nach und nach reinstampfen? Das kann sein, ja. Ich find's nicht. Ich find's nicht, was? Bisschen lächerlich. Als ob es direkt daneben ist. Okay, ich werde die Kamera mal ein klein wenig absenken, weil ich glaube, das hilft bei der Mission immens. Ja, hier ist die 3. Bestimmt 5 Stück. Da-da-da. Wo ist die Nummer 4? Da drüben, oder? Ja. Und jetzt vermutlich oben links. Nicht? Sag mal, bin ich so blind oder ist das echt so schwer? Da! Es ist noch nicht vorbei. Oh, da wirst du ja durch die Gegend geschickt, hey. Okay, 6. Machen die jetzt echt 10 Platten draus? Wenn wenigstens nicht die ganzen Texte von den Toads immer aufploppen würden, das nimmt mir voll die Sicht. Alter, wo ist es denn jetzt schon wieder? Hä? Das gibt's doch nicht. Was? Wo? Ey, fang mir nicht an wie mit diesem Minimond, ne? Ich war doch jetzt schon überall dreimal. Wo ist die Platte? Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Was zum Teufel? Ey, jetzt lass mich doch hier bitte nicht schneiden. Da! Oh, das siehst du so verdammt schwer! Also, du musst ja wirklich die Kamera so weit runterklatschen, wie nur geht. Ja, hier. Ja. 8. Oh, Gott sei Dank, die Erlösung. Yeah. Die Beulen unter dem Boden. Sag mal, Toadette, wenn ich schon mal hier bin, habe ich zufälligerweise weitere Achievements geschafft? Nein. Ja, hätte ja sein können. Okay. Oh. Von hier aus kann man dieses Bild ja auch erreichen. Von draußen gab es keinen Stern, aber wie sieht's von innen aus? Na, nee, da kommst du kaum hoch. Okay, wir sprechen kurz mit Schnackelchen. Der Part ist eh vorbei, aber wir haben auf jeden Fall alles geschafft, was ich hier vorhatte. Wir werden in der nächsten Folge diese komplett neue Welt, die wir freigeschalten haben, bereisen. Und das Mushroom Kingdom jetzt erst einmal liegen lassen. Aber ja, es gibt noch einen Stern. Ja gut, das ist der, den wir sowieso schon eingesetzt haben in die Topfpflanze mit Pilzkönigreich-Kunst gefunden. Naja, das ist das im Hutland, was wir da drin im Schloss auf dem Bild gesehen haben. Oh, und es sieht so aus, als wären das die einzigen beiden Sterne, die wir momentan bekommen können. Also haben wir eigentlich fast alles geschafft. Wenn ich jetzt Glück habe, dann ist genügend Zeit vergangen und da hinten ist der nächste Stern gewachsen, dann fehlt nur noch der Stern mit der Hinweiskunst. Und ja, das ist schön. Das ist ein wunderbares Ende für die heutige Folge, wie ich finde. Wenn ihr das genauso seht, hinterlasst doch einen Daumen hoch und schaltet wieder ein, denn dann geht's in eine neue Welt. Die finstere Seite des Mondes. Was zum Geier geht da ab?